Wow, 320 verschiedene Farben in einem Markerset. Die alle auf einem Haufen zu sehen, lässt ein Künstlerherz definitiv höher schlagen. Trotzdem kommen dir jetzt wahrscheinlich die gleichen Fragen in den Kopf geschossen wie mir. Brauche ich überhaupt so viele Farben? Was ist denn alles in dem Set drin? Und naja, was kostet es? Hi, mein Name ist Tina und genau diese Fragen möchte ich dir heute in diesem Video beantworten. Und deswegen werfen wir beide jetzt zusammen einen ganz genauen Blick auf das 320 Alkoholmarkerfarben-Set von Uhuhu. Das Set kommt in dieser riesigen schwarzen Stofftasche zum Transportieren und wie immer sind neben den ganzen Markern auch noch einige zusätzliche Dinge dabei. Zum Beispiel diese Broschüre hier, in der sich Uhuhu selbst und ihre Produkte nochmal kurz vorstellt, eine komplette Farbübersicht mitgibt und auch noch ein paar Hinweise zum Marker selbst. Dann noch diverse Color Swatches, auf denen man die Farben testen kann und auch gleichzeitig, um eine bessere Übersicht zu haben. Und ja, natürlich darf auch die berühmt-berüchtigte Plastikunterlage nicht fehlen. Davon habe ich jetzt gefühlt auch schon leider 50 Stück und das finde ich ja auf Dauer echt ein bisschen blöd. Naja, schauen wir uns jetzt am besten mal die einzelnen Stifte an. Die haben nämlich ein richtig cooles neues Design, was die Marker äußerlich zumindest sehr hochwertig erscheinen lässt. Der Color Code ist wie immer oben auf der Kappe, was ich toll finde, denn dann lassen sich die Farben viel leichter finden, egal ob du sie in der Tasche lagerst oder in einem separaten Regal. Außerdem sind sie nicht so rund wie die anderen Marker von Uhuhu, die sind nämlich etwas ovaler und tatsächlich finde ich, dass sie dadurch besser in der Hand liegen. Die Marker hier sind aus der Wow-Linie, was so viel heißt, dass sie eine Keilspitze haben und eine feine Spitze. Uhuhu hat auch eine Linie mit Brush-Spitze, das ist dann die Honolulu-Serie. Nun zur Farbauswahl. Ich habe euch hier schon mal alle Farben geswatcht und ja, lass das jetzt einfach mal auf dich wirken. In diesem Set sind 120 neue Farben enthalten. Die anderen 200 gab es bisher schon in einem separaten Set zu kaufen. Falls du dieses Set bereits besitzt, ja, dann keine Sorge, du musst dir jetzt nicht extra das 320er Set besorgen, um die komplette Farbauswahl zu haben, sondern nur das extra Upgrade Set. Das enthält nämlich genau diese 120 neuen Farben. Auf den ersten Blick sieht die Farbauswahl super ausgewogen aus. Ihr werdet mit diesem Set tolle Kontraste hinbekommen können, weil es von jedem Ton helle, mittlere und auch dunkle Töne gibt. Was mir aber auffällt, und naja, das darf jetzt bei einem 320 Markerset auch ruhig mal vorkommen, dass sich dann doch sehr viele Töne sehr ähneln. Da hätten sie dann vielleicht doch lieber die Kontraste weiter ausbauen können. Zum einen mit sehr, sehr hellen Stiften und zum anderen mit sehr, sehr dunklen. Mir ist es nämlich schon bei mehreren Marken aufgefallen, dass die nämlich oft fehlen. Natürlich könnte man jetzt mit dunklen Grau- oder Violetttönen drüber gehen, aber dann entsättigt sich die Farbe und wirkt eben matt und nicht so intensiv. Auch haben sie zwar sehr viel helle Töne dabei, aber wie immer fehlen mir bei Uhuhu leider die ganz, ganz hellen, fast weißen Töne. In diesem Set sind sogar fluoreszierende Farben dabei, was ein Zungenbrecher. Auf dem Papier sehen sie tatsächlich eher wie Neonfarben aus. Ich habe auch den Lichttest gemacht im Dunkeln, da sind sie bei mir allerdings, ja, leider durchgefallen. Natürlich interessiert uns jetzt aber noch die Performance der Marker. Damals, kurz bevor das 320er Set rauskam, hat mich Uhuhu kontaktiert, um ein Promobild für den Release anzufertigen. Das seht ihr jetzt übrigens auch hier im Hintergrund. Ich habe ehrlich gesagt vorher noch nie ein Bild komplett ohne Brushspitze koloriert. Aber ich muss sagen, dass ich da wohl etwas befangen war. Beim Kolorieren von diesem Bild habe ich nämlich gemerkt, dass man fast die gleichen Ergebnisse mit den anderen beiden Spitzen in Kombination hinbekommt. Man muss sich nur etwas umgewöhnen. Die ganz kleinen, feinen Details bekomme ich dann leider aber doch nur mit der Pinselspitze hin. Je nachdem, auf welchem Format du also arbeitest, würde ich dir von den Stiften dann, ja, eher abraten. Alles ab DIN A5 ist aber gut machbar. Dieses Review-Video ist übrigens unberührt von dieser Promo-Aktion. Ich werde also nicht für dieses Video bzw. für meine Meinung hier bezahlt. Das war mir jetzt nochmal wichtig anzumerken. Auch ist hier wieder die Problematik, dass die Stifte teilweise sehr voll sind und sie deswegen beim Aufmachen kleine Spritzer hinterlassen. Nichts Dramatisches, aber schon ärgerlich, wenn sie dann ausgerechnet auf eine weiße Fläche laufen. Schaut da einfach, dass ihr die Marker nicht direkt über eurem Bild öffnet, sondern etwas daneben. Was ich aber wirklich mega toll fand, dass ich so viel Auswahl hatte und mich dann teilweise gar nicht entscheiden konnte, welchen Ton ich denn jetzt nehmen soll, weil viele Marker zu diesem bestimmten Bereich gepasst hätten. So ein Luxusproblem hatte ich wirklich noch nie. Kommen wir nun zum wichtigsten Aspekt, dem Preis-Leistungs-Verhältnis. Das Set kostet in Euro 169,99 €.
1,99 und somit sind wir bei einem Preis pro Marker bei 53 Cent, was natürlich im Vergleich einfach unheimlich günstig ist. Was dir jetzt bestimmt schon aufgefallen ist, ist, dass die Markersets der Wow-Linie, also die Linie ohne Pinselspitze, ja deutlich günstiger sind wie die Markersets der Honolulu-Serie. Das liegt einfach daran, dass die Pinselspitzen teurer in der Herstellung sind. Du musst dir also überlegen, ob dir die Pinselspitze den Aufpreis wert ist. Was mir allerdings immer wieder sauer aufstößt, ist, dass es für die Uhuhu-Marker immer noch keinen Nachfüller gibt. Auch wenn sie schon ziemlich lange sagen, dass sie daran arbeiten. Auch gibt es nicht jede Farbe als einzelnen Marker nachzukaufen, sondern eben nur eine kleine Auswahl, ja, bestimmter Farben. Das ist für mich wirklich ein großer Nachteil, denn sollte euch ein Marker leer gehen, den ihr am Ende auch noch, ja, sehr gerne und sehr oft benutzt, dann könnt ihr ihn nur ersetzen, indem ihr ihn in einem Set nachkauft. Je größer euer Set ist, ja, umso teurer wird der Ersatz eures Markers. Das macht den super attraktiven Einstiegspreis dann auf Dauer irgendwie zunichte. Ich habe mir von manchen schon sagen lassen, dass sie dann tatsächlich Nachfüller von anderen Marken gekauft haben, die wohl eine ähnliche Farblinie haben. Das wäre tatsächlich eine Alternative, wenn es da nicht noch ein weiteres Problem gäbe. Es gibt nämlich auch keine nachkaufbaren Spitzen. Ja, ich weiß, man kann die Spitze tatsächlich rausziehen, umdrehen und dann wieder einsetzen. Man hat dann sogar eine neue Spitze, aber ja, eben nur eine. Am Ende habt ihr dann einen Uhuhu-Marker, einen Nachfüller von einer komplett anderen Marke und trotzdem keinen funktionierenden Marker. Auch irgendwie doof. Ich muss aber auch dazu sagen, dass ich die Uhuhu-Marker regelmäßig schon über ein Jahr verwende und noch kein Marker leer gegangen ist. Manche fangen zwar an, langsam trocken zu werden, es lassen sich aber trotzdem noch gute Ergebnisse mit ihnen erzielen. Auch die Spitzen sind bisher ganz geblieben. Meine Empfehlung ist aktuell also ganz klar, falls dir ein Uhuhu-Marker leer gehen sollte, ersetze ihn doch mit einer ähnlichen Farbe von einer anderen Marke, für die es aber auch Nachfüller und eben austauschbare Spitzen gibt. Quasi ein langfristiger Umstieg. Die sind zwar meistens deutlich teurer in der Anschaffung, langfristig gesehen aufgrund von ihrer Nachhaltigkeit und langen Haltbarkeit, dann aber doch günstiger und meistens von sehr hoher Qualität. Kurzes Fazit also. Dieses Set ist nicht für dich geeignet, wenn du noch Anfänger bist und eigentlich erstmal testen willst, ob Alkoholmarker überhaupt etwas für dich sind. Außer bei dir wächst das Geld auf Bäumen. Dann ja, go for it. Wenn du auf die Pinselspitze verzichten kannst und Wert auf eine große Farbauswahl legst, dann lege ich dir dieses Set wirklich ans Herz. Denn damit wirst du tolle Kontraste hinbekommen, da ausreichend dunkle, mittlere und helle Töne vorhanden sind, was bei anderen Sets teilweise nicht möglich ist. Auch wenn du vielleicht schon ein oder zwei kleinere Markersets hast und generell von dieser Marke super begeistert bist, dann ist dieses Set super als Upgrade oder auch als Backup geeignet, ja, falls dir aus den vorherigen Sets ein paar Marker leer gehen sollten. Wie immer bin ich mega begeistert von dem Preis-Leistungs-Verhältnis und der Qualität von Uhuhu. Wie vorhin bereits erwähnt, arbeite ich seit über einem Jahr regelmäßig, auch in Kombination mit den deutlich teuren Copic-Markern mit ihnen und nutze sie echt super gerne. Jedoch darf bei mir die Pinselspitze nicht fehlen. War dieses Review hilfreich für dich? Dann lass doch ein Like und ein Abo da, falls du keine weiteren Videos mehr verpassen möchtest. Und ansonsten sehen wir uns dann hoffentlich beim nächsten Video. Ciao!